Mann, jetzt reden Sie endlich. Wo ist das Mädchen? Was haben Sie mit ihr gemacht? Hören Sie, in wenigen Augenblicken werden wir erfahren, ob Ihre DNA sich auf der Jacke des Mädchens befindet. Wir wissen, dass Sie ihr nachgestellt haben. Also? Wo ist Valerie? Lebt sie überhaupt noch? Das Mädchen ist offensichtlich verletzt. Wenn die Kleine jetzt sterben sollte, dann sind Sie nicht nur wegen Entführung dran, sondern wegen Mordes. Oder ist sie schon tot? Seine DNA ist auf der Jacke. Und jetzt mach den Mund auf. Wo ist das Mädchen? Kantnerwald. Was? Ich verstehe nicht. Im Kantnerwald. Den haben wir großflächig durchsucht. Da war nichts. Dann habt ihr vielleicht nicht richtig gesucht. Am Nordrand, da ist eine Hütte. Herr Gruber? Ja. Naseband von der Kripo, wir haben telefoniert. Hallo. Ja. Schön, dass Sie gleich gekommen sind. Ist das selbstverständlich? Ja, also hier am nördlichen Waldrand soll es irgendwo eine Hütte geben. Da wird möglicherweise ein Mädchen gefangen gehalten. Offizielle Hütten gibt es hier nicht, aber ich führe Sie gern mal rum. Ja, dann machen wir das. Valerie! Valerie! Und? Gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, bei uns auch nichts. Ja, ich habe ja gesagt, hier gibt's keine Hütten. Sie haben uns angelogen, Mann. Sie haben das Mädchen verschleppt, das wissen wir. Also, wo ist sie? Ich weiß, wo die Valerie ist. Die ist bestimmt ganz kalt. Aber ich weiß auch, dass für mich hier Endstation ist. Warum in Gottes Namen soll ich euch helfen? Hören Sie, wenn Sie jetzt eine Aussage machen, wird sich das positiv auf Strafmaß auswählen. Wo ist das Mädchen? Was gibt's denn da zu lachen? Was wollen Sie eigentlich? Was ich will? Ein Kaffee und ein paar Kippen wäre nicht schlecht. Bitte was? Ja, einen leckeren Kaffee, nicht so ein Dreck aus eurem Automaten und ein paar Zigaretten. Dann sage ich euch, wo Valerie ist. Spielt ein ganz übles Spiel mit uns. Ganz übel. Er redet immer noch nicht? Nee. Jetzt wieder Zigaretten und Kaffee. Und das Mädchen sitzt vielleicht irgendwo total verängstigt, hat Hunger, hat Durst. Mann, hast du irgendwas? Also ich habe mit den Kollegen von der Spurensicherung gesprochen. Die haben Brückners Auto komplett auseinandergenommen. Zum einen haben sie Walderde an den Reifen sicherstellen können. Das war ja zu erwarten. Ja. Des Weiteren haben sie noch Kieselsteine in seinen Reifenprofilen sicherstellen können. Aber woher die stammen, keine Ahnung. Ja, sonst haben wir nichts. Ja, der Öffentlichkeitsaufruf hat bisher nichts ergeben. Wir gehen jedem Hinweis nach, aber was Konkretes haben wir nicht. Hier ist rein, ich muss wieder mit ihm reden. Frau Bergmann. Tut mir leid, ich konnte einfach nicht länger zu Hause warten. Da werde ich noch verrückt. Hat Ihnen dieser Perverse endlich gesagt, wo meine Tochter ist? Ja, bis jetzt leider noch nicht. Frau Bergmann, nehmen Sie doch erstmal Platz. Ich halte das alles nicht mehr aus. Lassen Sie mich mit dem Mann reden. Vielleicht, wenn ich... Frau Bergmann, ich verspreche Ihnen, wir tun alles, was in unserer Macht steht. Bitte versprechen Sie mir, dass Sie Valerie Leben zurückbringen. Versprechen Sie es mir. Frau Bergmann, wir versprechen Ihnen, dass wir nichts unversucht lassen. Hier ist wieder rein, nachdem ich Zigaretten und Kaffee besorgt habe. Endlich. Wie Lights? Wirklich keine Lights. Ich will eine anständige Zigarette. Sag mal, hast du eine Backe oder was? Ups. Wo ist Valerie Bergmann, verdammt? Die kleine Valerie. Die ist wunderschön, ne? Muss man andauernd nur ansehen. Ich würde noch mal in meinem Haus gucken.
waren in Ihrem Haus. Auch im Keller? Hinter den Schränken geguckt? Sie wollen mir jetzt erzählen, dass es bei Ihnen im Keller ein Geheimversteck hinter den Schränken gibt, zu einem Raum? Mhm. Wenn das wieder nicht stimmt, mein Freund. Was denn? Was ist denn dann? Ha? Nichts. Mann, das bringt doch auch alles nichts hier. Der Typ wird uns niemals sagen, wo das Mädchen ist. Der spielt nur mit uns. Hoffentlich ist das Mädchen noch nicht tot. Solange es noch die geringste Chance gibt, dass das Mädchen lebt, werden wir alles unternehmen, um sie wieder gesund nach Hause zu bringen. Eine Datei auf seinem Rechner geknackt. Und? Was stand drin? Wir haben jetzt Benutzername und Kennwort von einem Internetforum her. Du glaubst nicht, was er gepostet hat. Das ist sie doch. Sind das die neuen Methoden der Supernanny, wenn ein Teenie nicht spurt? Ist ja widerlich. Gerhard, kannst du das Video nochmal abspielen lassen? Wo könnte das denn sein? Stopp. Könnte das ein Flugzeug gewesen sein? Kannst du das irgendwie rausfiltern? Irgendwo in der Einflugschneise liegen. Die Kollegen von der Spurensicherung haben doch auch Kies gefunden im Reifenprofil des Täters. Lass uns mal gucken im Internet. Was ist im Bereich des Flughafens? Vielleicht ein Kiesweg, irgendwie sowas. Okay. Das ist der Flughafen. Das stillgelegte Bundeswehrgelände, ja klar. Da gibt's bestimmt kieshaltigen Boden und reichlich Verstecke, Gerrit. So Leute, also mit mir rein geht die Hundeführerin und du, Michael. Machen wir. Die anderen gehen außen rum. Guck, dass ihr irgendwie Zugang hinten zum Objekt kriegt. Ja? Der Notarzt müsste gleich hier sein. Valerie?
ganz ruhig. Wir sind von der Polizei, du brauchst keine Angst haben. Es ist vorbei, okay? Bist du verletzt? Ja. Es wird wieder. Kannst du gehen? Ja. I've run to ground. I've run from everyone that I have ever known.